Und das hatte sich Harry Kane aber sicher ganz, ganz anders vorgestellt. Denn bei seinem Debüt im Trikot bei seinem neuen Verein, beim FC Bayern München, gab es für den historisch teuersten Transfer im deutschen Fußball ausgerechnet, auch noch im eigenen Stadion, vor ausverkauftem Haus eine derbe Niederlage. Im Supercup gewann RB Leipzig klar mit 3:0 gegen die Münchner und stahl damit dem englischen Top-Stürmer die Show. Kane spielte knapp 30 Minuten, er blieb aber blass. Bayern-Trainer Thomas Tuchel, der war schon während des Spiels mit seiner Mannschaft äußerst unzufrieden, schimpfte und gestikulierte wild. Und nach dem Spiel dann Tuchels Generalabrechnung mit seiner Millionentruppe. Über diesen verpatzten Saisonstart des Rekordmeisters berichtet Sandra Sandmann. Auf diesen Moment hatten alle lange gewartet. Die zweite Halbzeit war eine Viertelstunde gespielt, da erst wurde Harry Kane eingewechselt, unter tosendem Applaus. Doch kaum drin gibt's für Leipzig einen Elfmeter wegen Handspiel und der Drops ist mit 0:3 gelutscht. Der Titel ist weg. Die Bayern zu harmlos, zu uninspiriert, trotz Kurzvorstellung des neuen Superstars, der kaum an den Ball kam. Bayern-Trainer Tuchel total ratlos. Ich erkenne nichts mehr wieder, weder von dem, was wir inhaltlich gemacht haben, noch wie wir zuletzt gespielt und trainiert haben. Die Art und Weise und das Ergebnis sind erschreckend, als hätten wir 4 Wochen nichts gemacht. Die Fans nehmen es erstmal gelassen, auch wenn es natürlich schmerzt. War weder knapp noch unverdient. Leipzig ist nun mal leider eine gute Mannschaft und das mussten wir heute leider einsehen. Die Sieger der Herzen. Die Sieger der Herzen. Die Sieger der Herzen. Auch wenn wir auf die Fresse bekommen. Und Harry Kane? Da fehlt die Bindung noch und von daher war das, glaube ich, viel zu früh. Also das ist auch alles ein Medienhype, der da aufgebaut worden ist und das muss man erstmal verarbeiten, als Harry Kane auch. Ja gut, der ist jetzt 24 Stunden in München, da glaube ich, darf man nicht allzu viel warten. Aber nächste Woche in Bremen wird er uns hoffentlich viel Freude machen. Vielleicht wäre es gut, wenn wir mal mehr eine Defensive hätten, als 100 Millionen für einen Stürmer auszugeben. Die neue Kane-Ära bei den Bayern startet also mit einer Klatsche. Es kann wahrlich nur besser werden. Die Ukraine macht weiter Druck auf Deutschland, Taurus-Marschflugkörper für die Verteidigung gegen Russland zu liefern. Diese Waffe sei zusätzlich dringend nötig, um mehr Leben ukrainischer Soldaten und Zivilisten zu retten und um die Befreiung besetzter Gebiete zu beschleunigen. Das sagte Außenminister Kuleba der Bild am Sonntag. Mit dem deutschen Marschflugkörper könne die Ukraine die Logistik der russischen Besatzungstruppen weit hinter der Front angreifen. Doch Berlin zögert noch. Unterdessen verlegt Polen rund 10.000 Soldaten an die Grenze zu Belarus. In der vergangenen Woche waren 2 belarussische Militärhubschrauber kurzzeitig in den polnischen Luftraum eingedrungen, was von Warschau als bewusste Provokation betrachtet wurde. Es gibt aber auch weiterhin viel Dankbarkeit der Ukraine an Deutschland. Präsident Zelensky würdigte in seiner aktuellen Videobotschaft die Lieferung 2 weiterer Abschussrampen des hochmodernen Luftabwehrsystems vom Typ Patriot. Heute möchte ich mehreren Ländern besonders danken, die in dieser Woche neue Schritte unternommen haben, um die Sicherheit und den Schutz unserer Bevölkerung zu verbessern. Zuallererst Deutschland. 2 zusätzliche Patriot-Raketen sind sehr wichtig. Ich danke Ihnen. Danke Deutschland. Danke an alle Menschen hier. Danke Olaf Scholz. Jede wesentliche Verstärkung unserer Luftverteidigung bedeutet, dass Tausende von Menschenleben gerettet werden. Und wir kommen damit immer näher an einen vollwertigen Luftschutz für die Ukraine. Jede Stadt, jedes Dorf muss geschützt werden. Dies wird die Grundlage für einen gesamteuropäischen Luftschutz sein. Und damit blicken wir an diesem Sonntagmorgen nach Kiew zu Paul Ronsheimer. Guten Morgen, Paul. Also die Ukraine macht weiter erheblichen Druck auf den Kanzler, die deutschen Taurus-Marschflugkörper endlich zu liefern. Auf der anderen Seite, wir haben es eben gehört, bedankt sich Präsident Zelensky überschwänglich für weitere Patriot-Luftabwehrsysteme bei den Deutschen. Wie passt denn das zusammen? Ja, Carsten, das ist eine Doppelstrategie der Ukrainer. Also zum einen Danke sagen und ja auch zu Recht Danke sagen, denn Deutschland hat viel geliefert, gerade bei der Luftabwehr. Wenn deutsche Patriot-Raketen nicht, Abwehrraketen nicht geliefert worden wären, hätte es hier sehr viel mehr Opfer gegeben in den vergangenen Wochen und Monaten. Und Deutschland hat ja auch Panzer geliefert. Gleichzeitig, und ich habe gestern mit dem ukrainischen Außenminister gesprochen, sagt man eben, dass diese Taurus-Langstreckenraketen immens wichtig wären. Man formuliert das vorsichtig, ohne zu laute Kritik am Kanzler, aber man wiederholt das. Und Kuleba hat gestern zu mir gesagt, dass es eben so sei, dass man mit diesen Raketen bis weit
hinter die Front angreifen könnte und damit eben Logistikzentren zerstören könne. Und gleichzeitig hat er noch einmal betont, dass das keine, aus seiner Sicht keine Eskalation darstelle und hat das verglichen mit den Waffenlieferungen zuvor, nämlich gesagt, dass auch da es keine Eskalation gegeben habe, zum Beispiel nachdem Deutschland Leopard 2 Panzer geliefert hat. Also zum einen Dankbarkeit gegenüber Deutschland, was Selenskyj gesagt hat, zum anderen Druck und der kommt von Außenminister Kuleba. Paul, lass uns mal auf den aktuellen Kriegsverlauf schauen. Es ist Tag 536. Welche Informationen hast du denn in Kiew über den Verlauf? Es heißt ja, die Ukraine macht vor allem im Süden des Landes Geländegewinne. Welche Rolle spielen dabei aber auch die Angriffe auf die von den Russen besetzte Krim? Zum einen gibt es kleine Fortschritte. Offenbar ist ein weiteres Dorf so gut wie befreit worden im Süden des Landes. Da hat man aber über 10 Wochen jetzt mittlerweile fast gekämpft. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was die Ukrainer ursprünglich wollten. Auch nichts zu dem, was der Westen sich erhofft hat, bislang zumindest von dieser Gegenoffensive. Und du sprichst es an, es gibt gleichzeitig Angriffe der Russen, nämlich rund um Kupjansk. Das ist die Stadt, die im vergangenen Herbst gerade erst von den Ukrainern befreit wurde. Also während die Ukrainer versuchen anzugreifen und eben dort im Süden weiter Boden gut zu machen, wir haben häufig darüber gesprochen, da sind viele Landminen, das ist sehr, sehr schwer dort durchzukommen. Während das passiert, versuchen die Russen eben an anderen Orten vorzustoßen, um damit ukrainische Soldaten zu binden und dafür zu sorgen, dass diese Gegenoffensive noch schwächer wird. Also es sind entscheidende Wochen und entscheidende Monate für die Ukrainer, denn sie haben nur noch rund 3 Monate vielleicht, bis das Wetter hier umschlägt und dann die Gegenoffensive tatsächlich erstmal zum Halten kommen wird. Zeigt das aber auch, Paul, auf der anderen Seite, dass die Russen auch ihre Offensiven aufweiten, um tatsächlich ein Gegengewicht zur Ukraine aufzustellen und damit auch den Versuch der Ukraine zu unterbinden, dass man tatsächlich ins Hintertreffen geraten könnte? Oder hängt das von den bestimmten Regionen ab, wie zum Beispiel den Nordosten der Ukraine, wo die Russen ja im Moment sehr stark aktiv sind? Alles hängt hier mit allem zusammen. Die Frontlinie ist extrem lang, über 2000 Kilometer, theoretisch zumindest. Es wird an verschiedenen Stellen gekämpft und man muss sich das so vorstellen. Auch die Russen haben begrenzte Kräfte, begrenzte Mobilisierung, zumindest bislang. Sie mobilisieren weiter Soldaten und können da theoretisch auf mehr Leute, massiv mehr Leute zurückgreifen als die Ukrainer. Und sie versuchen durch diese Vorstöße eben in anderen Regionen dafür zu sorgen, dass die Ukrainer dann dort wieder Soldaten hinverlegen müssen und mit noch weniger Kräften an anderer Stelle durchbrechen können. Das ist Kriegstaktik und das ist der Versuch, die Ukraine aufzuhalten und dann im Gegensatz, du hast es angesprochen, eben möglicherweise irgendwo selbst vorzustoßen. Und das ist die ganz große Gefahr für die Ukrainer momentan. Paul, danke für deine aktuellen Informationen und Einordnungen aus Kiew. Und wir schauen in die Vereinigten Staaten. Auf Hawaii ist die Zahl der Todesopfer durch die verheerenden Brände auf der Insel Maui auf mindestens 89 angestiegen. Und die Feuerwehr und Rettungskräfte suchen weiter nach Vermissten. Wie die US-Katastrophenschutzbehörde weiter mitteilte, sind mehr als 2200 Gebäude durch die Flammen beschädigt oder zerstört worden. Einwohner der betroffenen Inseln kritisieren, dass die Behörden zu langsam auf die Feuer reagiert und die Menschen nicht rechtzeitig gewarnt haben. Die Justiz hat deshalb auch Ermittlungen aufgenommen. Mehrere Gewerkschaften warnen davor, dass der Staat durch den Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst handlungsunfähig wird. Der Vorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft Köhler hat der Bild am Sonntag gesagt, dass allein in den Finanzämtern bis 2035 jeder Zweite in den Ruhestand geht. Doch die Stellen nachzubesetzen sei wegen unattraktiver Arbeitsbedingungen in maroden Ämtern schwierig. Köhler forderte marktübliche Gehälter, um mehr Steuerbeamte zu gewinnen und so sicherzustellen, dass der Staat auch genug Steuern einnehmen kann. Auch die Gewerkschaft Strafvollzug, die Gewerkschaft der Polizei und der Deutsche Lehrerverband warnen vor Zehntausenden unbesetzten Stellen in naher Zukunft. In Berlin herrscht Entsetzen. Ein Familienvater soll seinen 3 Monate alten Sohn in der Babybadewanne ertränkt haben. Der traurige Vorfall ereignete sich im Bezirk Lichtenberg. Gegen den 37-Jährigen wurde bereits Haftbefehl erlassen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Die Hintergründe sind noch unklar. Bekannt ist nur,
dass die Ehefrau des Mannes mit der gemeinsamen Tochter zum Tatzeitpunkt nicht in der Wohnung war. Das Baby wurde tot im Auto des Verdächtigen gefunden. Eine Wohnung im Berliner Bezirk Lichtenberg. Beamte sichern Spuren. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft soll ein 37 Jahre alter Vater seinen 3 Monate alten Sohn ertränkt haben. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand hat der Vater wohl irgendwie seinen Säugling, den 3 Monate alten Jungen, in einer Badewanne, in einer Babybadewanne erstickt. Wir gehen im Augenblick davon aus, dass die Mutter die Wohnung vorher verlassen hat und auch die 5-jährige Schwester des verstorbenen Kindes. Nach der Tat fährt der Mann laut Staatsanwaltschaft mit der Leiche seines Sohnes im Kofferraum zum Unfallkrankenhaus Marzahn. Ärzte versuchen, das Baby zu reanimieren, ohne Erfolg. Für den Jungen kommt jede Hilfe zu spät. Noch in der Nacht wird der Leichnam des Kindes obduziert. Der Verdacht bestätigt sich, Tod durch Ertränken. Der Vater wird unter dringendem Tatverdacht festgenommen, einer Richterin vorgeführt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, das Motiv für die Tat noch unklar. Im US-Bundesstaat Pennsylvania wurden bei einer Explosion 3 Häuser komplett zerstört. Auch andere Gebäude wurden durch umherfliegende Trümmer schwer beschädigt. 1 Mensch kam ums Leben, 3 Personen waren unter den Trümmern eingeklemmt, konnten von den Rettungskräften jedoch befreit werden. Sie kamen in Krankenhäuser, sind zum Glück aber nicht schwer verletzt. Die Ursache für die Explosion ist noch unklar. Die Welt verändert sich wahrlich in einem Eiltempo. So haben sich bereits mehr als 2,2 Millionen Menschen aus 120 Nationen für die neue Kryptowährung Worldcoin registriert. Bezahlt wird mit dem Auge. Ein Iris-Scanner stellt dabei zweifelsfrei fest, wer vor ihm steht. Für viele Unternehmen ist daher klar, das ist der größte technologische Boom seit dem Internet. Doch Datenschützer sind bereits alarmiert und mehrere Finanzbehörden ermitteln inzwischen auch wegen Betrugsfällen. Ein tiefer Blick in die Silberkugel reicht. Fertig ist der Iris-Scan. Dieser Mann in Mexico City hat jetzt eine sogenannte World ID. Mit dieser will das Unternehmen Internetbetrug durch künstliche Intelligenz verhindern. Der Zweck der Iris-Biometrie besteht darin, zu bestätigen, dass sie ein Mensch und kein Roboter sind, dass sie leben und dass sie einzigartig sind. Gleichzeitig hat der Nutzer Zugang zu der neuen digitalen Währung Worldcoin. Das Unternehmen will die Augen aller 8 Milliarden Menschen rund um den Globus scannen und so das weltweit größte menschliche Identitäts- und Finanznetzwerk werden. Schon kurz nach Start stoppte Kenia jetzt sämtliche Aktivitäten des Unternehmens, nachdem es bei den Registrierungsstellen zu einem riesigen Ansturm kam. Worldcoin wirbte weltweit mit einem Begrüßungsgeld. Auch in Deutschland können sich Nutzer registrieren, zum Beispiel im Berliner Kaufhaus Alexa. Und das, während die deutsche Finanzaufsicht bereits ermittelt und Datenschützer warnen. Einmal abgegeben, sind sie für alle Zeit in diesem System identifizierbar, rückverfolgbar, beziehungsweise ihre Identität über diese Iris ist überall anders, auch von Dritten einsetzbar. Das heißt, wir haben ein hohes Risiko von Identitätsmanipulation, etwas, was wir heute schon als großes Problem beispielsweise im Onlinehandel haben. Noch kann man mit den Worldcoins nicht einmal etwas kaufen. Auch Finanzexperten sehen einige Risiken. Das ist nichts, was abgesichert ist und nichts, was ich als Geldanlage nutzen würde. Ausnahmsweise würde ich auch sagen, das liegt nicht etwa daran, dass wir sozusagen immer regelmäßig Angst vor neuen Technologien haben. Das eigene Auge als Ausweis und Einstieg in eine neue Kryptowelt. Mehr als 2,2 Millionen neugierige Nutzer hat die Firma trotz aller Kritik schon überzeugt.